Hallo, heute erklären euch Hubel und Anneliese, was unlautere geschäftliche Handlungen sind. Darunter versteht man Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften. Dazu gehört die Beeinträchtigung der Interessen der Mitbewerber, Verbraucher und sonstige Marktteilnehmer, sowie die Beeinflussung des Verhaltens der Verbraucher. Was genau das zu bedeuten? Das erklären euch die zwei anhand von Beispielen. Hubert hat ein nachgeahmtes Marken-T-Shirt. Anneliese hat ein echtes. Beide wollen Werbung für ihr T-Shirt machen. Anneliese darf das auch, Hubert allerdings nicht. Es ist verboten, laut UWG Werbung für nachgeahmte Waren oder Dienstleistungen, also Plagiate, zu machen. Diese unterscheiden sich nur im Preis vom Original. Hubert und Anneliese finden, dass ihr Konkurrent Händler Müller geldgeil ist. Das dürfen sie laut UWG aber nicht öffentlich äußern, um ihn schlecht zu machen. Hubert veranstaltet eine kostenfreie Tupperparty. Anneliese nimmt daran teil. Obwohl es eine kostenfreie Veranstaltung ist, drängt Hubert Anneliese dazu, etwas zu kaufen. Das ist allerdings unzulässig. Anneliese möchte Huberts Kinder ihre eigene kostenfreie Zeitschrift verkaufen. Dafür nutzt sie die Unerfahrenheit der Kinder aus, indem sie mit einem Gewinnspiel lockt. Das ist allerdings verboten. Hubert und Anneliese schauen online nach Flügen für ihren nächsten Urlaub. Auf der Seite sehen sie, dass noch zwei Plätze verfügbar sind und sich noch 10 weitere Leute das Angebot anschauen. Die Anzeige 10 weitere beeinflusst die Entscheidungsfreiheit erheblich. Das ist nicht erlaubt. Das war's mit Hubert und Anneliese. Vielen Dank fürs Zuschauen.